Yo und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich gehe jetzt mal schlafen, weil es ist dunkel. Wenn er mich jetzt anredet, dann töte ich ihn. Okay, er redet mich nicht an. Ich frage mich bloß, was mit Talbin ist. Der wird wahrscheinlich in die Stadt gegangen sein oder so. Oder vielleicht steht er auch in Orlands Taverne rum. Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Ich bin beschäftigt. Okay. Beschäftigt. Oh. Schade. Gehen wir mal zu Cardiff. Eigenen Augen gesehen hätte. Seiner Kneipe. Ich sehe noch dieser Mario. Ah, ich habe gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Und? Ich bin dabei. Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar. Wir sehen uns dann am Schiff. Okay. Ich hätte jetzt keinen Bock, hier groß mit ihm zu reden. Eigentlich wollte ich jetzt mit Cardiff reden oder gucken, ob der Talbin ist. Aber nein, der Typ schwafelt mich einfach an. Ich nehme den immer mit. Was du nicht sagst. Das war doch klar. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Das will doch keiner wissen. Was ich mich frage ist, und zwar diese komische Bibliothek unter, und sei es wirklich unter dem Kloster. Ich frage mich nur, ob die Xardas da aufgebaut hat. Okay, ich habe 9 Leute, weil normalerweise kann man 8 mitnehmen, bis zu 8 Leuten mitnehmen. Wenn man den Mario noch mitnimmt, dann sind es 9. Wobei, ich will hier, sollte ich hier so ein Ermächtigungsschreiben, ja, habe ja das Ermächtigungsschreiben für das Schiff, da rede ich mal mit Lee drüber. Wir können nur abwarten. Die Sache mit dem Ermächtigungsschreiben hat geklappt, das Schiff gehört mir. Der Richter war sehr kooperativ. Tja, dein langer Weg der Erniedrigung bei dem Kerl hat sich zu guter Letzt doch noch bezahlt gemacht. Okay. Wenn ich ihn wegschicke, dann ist das Problem. Dann kann ich ihn nicht mehr mit aufs Schiff nehmen. Moment, wo willst du hin? Ich wollte auf mein Schiff zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Dann im Namen Innos. Ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Kann man da nichts machen? Ich glaube, ich verstehe nicht. Ich habe ein Ermächtigungsschreiben. Ich darf auf das Schiff. Lass mal sehen. In Ordnung, du darfst passieren. Okay. Normalerweise müssten die eigentlich jetzt da weggehen. Egal. Ich hatte noch andere Dinge vor. Erstmal zur Taverne zu gehen. Alter, ist immer noch das Dings da. Da wieder drin. So. Flüchtling, Bauer. Hola. Da kannst du eh nichts dran ändern. Wie läuft deine... Hoffentlich verziehen sich diese schwarzen Magier bald wieder. Sonst kann ich die Taverne dicht machen. Es traut sich ja fast keiner mehr her. Okay. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Schade. Dann gehe ich jetzt wieder zur Hafenstadt. Weil ich möchte hier noch weiter die Höhlen abklappern.
nach eventuellen Echsenmenschen und deren Eiern, oder den Dracheneiern zumindest. Was du nicht sagst. Weil ich will die Quest auch beenden. Oh, ich mag aber erstmal mit Harald spielen. Hey du, ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal... Okay, bla bla. Bring mir... Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstab, dann schlägst du am Am... Okay, jetzt kann ich das nicht mehr... lernen. Hey, ich möchte mal gucken, ob ich ihm irgendwie was verkaufen kann. Ich will... Gut. So, und hier... Was habe ich ihm da jetzt gegeben? Aber keine Erzwaffen, oder? Schwerer Erz, Zweihänder, Runenmacht, Inquisitor, Erzbastardschwert. Moment, da will ich jetzt mal schnell. Ja, Leute, ich mach das jetzt absichtlich. Hä? Lol. Normalerweise müsste er die Sachen immer haben. Weiß auch nicht, was ich ihm da gegeben habe. Habe ich so... Ich glaube, so eine Art Schlachtklinge habe ich gar nicht gemacht. Die wollte ich machen, genau. Mein Mann sieht das anders. 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 Das hört man so oft in der Stadt. Ja, ich weiß, ich habe es einmal gesagt. Ich bin ja nicht blöd, oder ich bin ja nicht Mediamarkt, denn... Mediamarkt, ich bin auch nicht blöd. Oh ja. Oh. Ah. Oh. Puh. Badum, 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 badum. Glaube ich mal, ja, ich krieg doch die weniger Schaden, seitdem ich jetzt die schwere Drachenjägerrüstung anhab. Entweder hatte ich nur ganz viel Glück oder das macht die Rüstung aus. Ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich als Kapitän mitnehme, und zwar Torloff. Torloff war immer nett und cool. Oh, da ist sogar ein Drachenei noch. Mit Glück ist in der Höhle 3 Dracheneier. Ich glaube, auf der Insel gibt es insgesamt 14 Stück oder so. Oder 15. Hier sind keine Echsenmenschen, okay. Weiß auch schon, was ich für Torloff machen muss. Das kann ich nur machen, wenn ich mit Torloff hier geredet habe. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ich mit ihm mal geredet habe. Was in 1000 Jahren erst geschehen wird. Und er ist zudem der am Kampf erfahrenste Kapitän. Man kann ja auch noch Jack und Jorgen mitnehmen. Weil Jack ist auch Schiffskapitän. Ich kann gleich mal mit ihm reden. Herr, hättest du nicht Lust, wieder zur See zu fahren? Und da ich nämlich die Quest nicht machen möchte, jetzt das hier für von ihm, das, weil er will ja unbedingt dann, dass jemand auf seinen Leuchtturm aufpasst und sowas. Ja.
und so, aber er wird aber auf jeden Fall nicht mehr, oder, naja, ich glaube, er wird nicht mehr zurückkommen, ich weiß es nicht. Ich will ja nichts spoilern. Meine Let's Plays sind eh schon, in denen sind so viele Spoiler enthalten, jede einzelne Folge. Spoilert einfach mal einen Teil der Story. Ja, Leute, ich weiß. Meine Folgen, die spoilern richtig hart. Und so. Und ich lade ja auch momentan nur 2 Folgen hoch. 2 Folgen sind cool. 2 Folgen gehen. Hochladen. Ich weiß nicht, ich bin natürlich in einer Schreinstatue. In einer Schreinstatuenkarte. Die Höhlen von Burin. Bei da fällt mir ein, genau. Ich kann auch zu Jacks Leuchtturm laufen. Oh, Walge. Autsch. Frag mich noch, ob in solchen Schattenläuferhöhlen, die eigentlich auch drin sind. Das habe ich nie nachgeguckt. Wirklich nicht, Leute. In dem Punkt, im Punkt durch Schattenläuferhöhlen habe ich keine Ahnung. Ob sich da aber es sind Höhlen eigentlich, da müssten die normalerweise drin leben. Oder zumindest was drin versteckt haben. Und das ist ein Innerschrein. Gehen wir mal hin. Inner schenkt dir 3 Lebensenergie. Könnt ihr 3 Lebensenergie bei einem Belia-Schrein spenden? Oder einfach nichts bekommen, da würden einfach meine Lebensenergie noch runtergehen. Mehr als bloß hier 3. Okay, in Schattenläuferhöhlen sind die nicht. Okay. Hätte mich auch gewundert. Oder zumindest in der nicht, glaube ich mal. Ich werde in allen Höhlen mal nachschauen. Ich weiß gar nicht, ob es in der Portalhöhle auch welche gab. Von Xardas Turm aus bis zur Stadt war ich in allen Höhlen. Auf jeden Fall. Das weiß ich. Ich hab 62 Stärke, okay. Hey du Landstreicher, du bist doch nicht etwa wegen dem Schaf? Was für ein Schaf? So ist richtig, und jetzt verschwind. Oh, da ist ein Schaf. Ich mach dich fertig. Einfach, weil er ein Bandit ist. Er nimmt einen Gehstock zum Kämpfen. Komisch. Hallo Schaf. Oh, ich kann damit reden. Komm mit. Es hat immer so gemäht wie die Schafe aus Age of Empires 2. Wie aus Age of Empires.
2. Hab ich eigentlich noch die ne Information für Gavel habe ich gar nicht mehr. Okay. Ich hatte dafür eine verbasserte Dracheneier, ich brauche ein Schiff, Rückkehr zum Turm. Rückkehr zum Turm. Ah ja, okay. Der Aufschneider. Das ist, ich muss, mach einfach alles. Alles, was ich jetzt noch habe, mache ich noch an Quests. Hey, du! Wegen deiner Knechte. Du hast sie mir zurückgebracht. Du bist ein mutiger Mann. Nimm dieses Gold als Zeichen meines Dankes. Okay. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? In letzter Zeit werden mir ständig Schafe gestohlen. Ich habe schon einige Nächte nicht mehr vernünftig schlafen können. Wie viele Schafe fehlen dir? Es sind jetzt schon mindestens 3, die verschwunden sind. Wer kann das getan haben? Ich habe da so einen Verdacht. In der Höhle drüben im Wald haben sich recht üble Gesellen niedergelassen. Ich glaube kaum, dass sie sich nur von Waldbären ernähren. Ich bin fast sicher, dass sich meine Schafe dorthin verflüchtigen. Okay. Ich habe die Schafdiebe gefunden. Du hattest recht. Es waren die Kerle in der Waldhöhle. Sie werden dir keine Schafe mehr stehlen. Danke. Du bist schon ein seltsamer Söldner. Ganz anders als die, die ich sonst kenne. Nimm dies als kleine Anerkennung von mir für deinen selbstlosen Gefallen, den du mir erwiesen hast. Sehr gut. Hier hast du eine... Okay.